Letzte Woche hat mich einer meiner besten Freunde gefragt, wie er 2024 in den Kryptomarkt einsteigen soll. Welches die günstigsten Börsen sind, wo man Meme-Coins kaufen kann, was die sicherste Wallet ist, was die besten Tools sind und wie man Meme-Coins vor dem Pump findet. Die 5 Fragen aller Fragen und im heutigen Video werde ich dir vorstellen, wie wir es bei uns im Crypto Launchpad Premium tun. In diesem Sinne würde ich sagen, lass uns gleich mal loslegen und mit dem Thema 1 beginnen. Und zwar, was sind Kryptobörsen, welche Arten gibt es und welche sind die günstigsten? Grundsätzlich gibt es in der Kryptowelt 2 Arten von Börsen. Es gibt die zentralisierten Varianten und die dezentralen. Zu den zentralisierten zählen zum Beispiel Binance, Coinbase, Bybit, BingX, unsere Partnerbörse und viele mehr. Und zu den dezentralen zählen zum Beispiel Uniswap, Radium und viele mehr. Die Vorteile einer zentralisierten Börse sind einfach. Deine Einstiegspreise sind meistens besser. Und der größte Nachteil aber an ihnen ist, du hast nicht die Mini-Coins, nach denen du eigentlich suchst. Vor allem in Zeiten, wo der Bitcoin- und Ethereum-Preis so weit schon nach oben gepumpt ist. Noch ein kleiner Disclaimer, welche zentralisierten Kryptobörsen verwende ich? Ich verwende so ziemlich jede, die du dir ausdenken kannst. Von Maxi, L-Bank, die kleinen, Bybit, wie gesagt auch BingX. Ich verwende mehrere, aber eben auch die dezentralen Varianten. Und warum? Du brauchst sie im heutigen Zeitalter einfach, um diese ganzen kleinen Meme-Coins zu handeln, die auf der zentralisierten Börse aus verschiedensten Sicherheitsgründen nicht angeboten werden. Das heißt, was ist der nächste Schritt? Zum einen, du brauchst den Zugang zu den zentralisierten Börsen und wie gesagt zu den dezentralen. Und dafür brauchst du Blockchain-spezifisch und natürlich etwas abhängig, die richtige Wallet. Für dezentrale Börsen auf der Ethereum-Blockchain ist die MetaMask zu empfehlen. Auf Solana ganz standardmäßig die Phantom Wallet. Wie du das Ganze installieren kannst, ist super einfach. Schau dir einfach ein YouTube-Video an. In meinem Kanal solltest du uns finden. So oder da, also wir haben die 2 Kauforte entdeckt. Und zwar der wichtigste, wie gesagt, die zentralisierte Börse für die Top-Einstiegspreise und die dezentrale Börse für deine Meme-Coins und Altcoins generell. Jetzt zu den Tools. Was sind die besten Gratis-Tools da draußen? Beginnen tut es bei mir ganz klar mit CoinGlass. CoinGlass bietet Volumensdaten an, Preisveränderungen, Finanzierungsraten und vieles mehr. Alles findest du unter dieser Website hier. Außerdem hat CoinGlass hier eine Art Superchart, wo du auch kumulative Delta-Daten von verschiedenen Börsen findest. Das heißt, du kannst sehen, wie auf den zentralisierten Börsen aggressiv gekauft oder verkauft wird. Wie wir hier sehen, ist es gerade unklar. Aber das Geile hier ist, du hast hier wirklich Tools, die TradingView teilweise nicht anbietet. Zu TradingView komme ich aber noch gleich. Zum einen den Aggregated Futures Orderbook Liquidity Delta, die kombiniert mit einem fallenden offenen Interesse ein super long Einstiegssignal geben. Aber pst, hier ein wunderschönes Beispiel und hier ein wunderschönes Beispiel. Das zweite Tool, wen wundert's, ist natürlich TradingView. Das Gute an TradingView ist, du hast viele Charts von sehr vielen bekannten Coins. Die ganz kleinen Varianten hast du allerdings nicht dabei. Bitcoin, Ethereum und das, was du vermutlich am Anfang kaufen solltest, hast du aber. Hier in meiner Variante siehst du aber schon, dass ich das Premium-Paket habe. Ich habe verschiedene Indikatoren, die du vermutlich mit dem Gratis-Paket nicht hast. Plus, ich kann meine ganzen Strategie backtesten für etwas mehr Sicherheit beim Setzen meiner einzelnen Einstiege. Aber, wie schon gesagt, TradingView hat ein Manko, du hast die ganzen kleinen Coins nicht und da kommen wir gleich zum nächsten Tool und zwar DexTools und DexScreener. DexTools ist cool, weil du natürlich oben die ganzen trendenden Coins hast und Safety Audits, die DexScreener nicht immer anbietet. Hier zum Beispiel einer ganz typisch von QuickIntel, TokenSniffer sind auch oft dabei und so weiter. Das heißt, hier hast du zwar recht viele Daten und eben recht saubere mit den Audits, aber wenn du die ganzen wirklich Ultra-Mini-Coins haben möchtest, solltest du auf DexScreener vorbeischauen. Hier übrigens seht ihr Beercoin, ein recht interessanter Meme-Coin auf der Solana-Blockchain meiner Ansicht nach. Und warum finde ich DexScreener ist übrigens besser? Man sieht hier nämlich die Holder-Wallets und kann hier mitverfolgen, wer kauft, wer nicht kauft, wer wann kauft und so weiter. So kann man eben auch besonders gut Insider-Wallets tracken und warum das von Vorteil ist, erklärt sich wohl von selbst. Hier sehen wir zum Beispiel, dass eine Insider-Wallet beginnt langsam abzuverkaufen, aber wir sehen, der gesamte Wert sind nur 814 US-Dollar. Also es ist nicht so viel, aber die erste Red Flag könnte man meinen. Das nächste Tool, was ich unbedingt vorstellen wollte, ist der Block. Bei der Block Data siehst du die Daten von allen möglichen Spotbörsen, wie viel wird wirklich aktiv gehandelt, vom echten Asset, wie viel nicht. Hier sehen wir die ganzen Preisdurchschnitte der letzten 7 Tage zum Beispiel. Hier sehen wir zum Beispiel, dass das offene Interesse sehr hoch ist, was bei einem Trendausbruch nach oben zum Beispiel eine Echtheit des Trends bestätigt. Hier siehst du aber noch, warum ich das Tool am besten überhaupt finde, ist, wir sehen hier nämlich zum Beispiel in Kombination mit der CoinGlass Superchart, dass die Spot Bitcoin ETF On-Chain Holdings rapide am Steigen sind und sogar Allzeithochs gerade erreicht haben. Hier in der Chart können wir aber rauslesen, dass aktiv aggressiv abverkauft wird und dass von Limit-Ordern das ganze Kaufvolumen aufgesaugt wird, weil die Preise ja nach oben gehen. Bedeutet für uns, irgendein Market-Maker kauft diese Bitcoins auf, weil er vermutlich denkt, dass der Preis in der Zukunft steigen wird. Und wir denken in diesem Fall, dass das BlackRock ist, weil während die Preise etwas korrigiert haben, wir neue Allzeithochs in den Wallets haben. Bullisches Sentiment. So, das war das nächste wichtigste Tool. Sonst natürlich ganz typisch hier unser
ChatGPT, Krypto-Token und Bot-Analyzer. Hier können Sie eingeben, was die größten Bewegungen der letzten 24 Stunden der Top 500 nach Marktkapitalisierung waren und solche Dinge, was ein Projekt wirklich genau tut, wie man ein White Paper liest und vieles weiter. Also falls ihr den Link braucht, schreibt es übrigens gerne ChatGPT in die Kommentare, dann schicke ich euch diesen Link hier durch. Ja, das nächste Tool ist natürlich sonst Twitter. Warum Twitter und dieser Kanal explizit? Die wichtigste Chart aktuell da draußen ist die M2 Global Liquidity. Steigt sie, steigen unsere Assetpreise auf der gesamten Welt, vor allem im Tech-Sektor und globalen Tech-Sektor wie dem Kryptomarkt. Und hier aktuell stagnieren wir ein bisschen, also ein bisschen Volatilität über den Sommer würde mich nicht wundern. Aber alles in allem sind wir in einem Aufwärtstrend, was super bullisch auch für die Kryptowelt ist. Sonst natürlich CoinGecko und CoinMarketCaps zum groben Scannen der Märkte. Hier siehst du Volumina, die ganzen Verhältnisse, was dir natürlich auch Kauf- und Verkaufssignale geben kann. Genau, hier wie gesagt noch Uniswap und Radium, die bekanntesten dezentralen Börsen auf den wichtigsten Blockchains da draußen, könnte man aktuell sagen. Das heißt, hier wirst du handeln die ganzen Meme-Coins, die wir übrigens, hier ein kleiner Verweis auf unsere Gratis-Gruppe, hier gerne teilen. Also falls du mal etwas Interessantes hast, teile es auch gerne mit uns. Hier siehst du alle unsere Käufe. Wo du unsere wirklich alle unsere Käufe siehst, ist in unserer Crypto-Launchpad Premium-Telegram-Gruppe. Also schau hier gerne mal vorbei. Nähere Informationen findest du in Patreon. In diesem Sinne, das wäre es jetzt schon mal mit einem kurzen Einblick. Jetzt noch kurz abschließend, warum haben wir jetzt euch wirklich genau eingeleitet in die ganze Meme-Coin-Trading-Welt. Der Trend, wirklich rapide Glücksspiel zu investieren oder generell im Glücksspiel, ist sehr groß gerade in der Gesellschaft, besonders in Amerika. Und wir denken, dass im Kryptosektor weiterhin in diesem ganzen Investment-Trend wirklich das wachsen wird. Und vor allem der Sommer ein Meme-Coin-Sommer wird, weil jetzt auch ein bisschen Choppiness, also Unsicherheit, über den Sommer kommen könnte, was den Kryptomarkt angeht. Ein Grund dafür sind zum Beispiel die US-Staatsanleihen. Mehr dazu, falls du Bock auf einen Makro-Talk auch mal hast, schau eben gerne in unserem Discord-Server vorbei. Unsere Premium-Paid-Signal-Gruppe findet sich auf Telegram und eben im Discord. Und hier im Wochenvorbereitungscall halten wir das jeden Sonntag und Montag. Also schau gerne vorbei. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Falls ja, gerne Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal.